Die wichtigste Arbeit der Bauern und Knechte im Winter war das Holzmachen, das Holzschlagen. Und das wird auch da herum am Jeckshofer so gewesen sein. Die Waldarbeit war eine harte Arbeit. Das war reine Handarbeit und es hat noch keine Motorkettensäge gegeben. Und nicht diese Monster von Harvesta, die heutzutage in der Forstwirtschaft eingesetzt werden. Zu den schweren Waldarbeiten gehört auch das Stockreiten und das Stockkleim. Wenn ein Sturm im Wald einen Baum umgerissen hat und man sieht das riesige Wurzelwerk, mit dem der Baum im Boden verankert war, dann kann man sich vorstellen, was für eine schwere Arbeit es ist, die Wurzelstöcke aus dem Waldboden herauszureißen. Da hat es schon mal sein können, dass der eine oder andere, obwohl es natürlich streng verboten war, dass der einen Wurzelstock mit Schwarzpulver rausgeschränkt hat. Stockschießen hat man es gesagt. Genauso schweißtreibend war es, daheim am Hof die Wurzelstöcke in ofengerechte Stücke zu spalten. Das war das sogenannte Stockkleim. Nicht zu Unrecht hat man gesagt, so ein Wurzelstock, der hat es dreimal. Einmal beim Stockreiten, einmal beim Stockkleim und zum Schluss im Ofen. Ich möchte euch heute eine kleine Geschichte erzählen rund ums Stockkleim. Der Bauer und sein Bruder, der Anderl, die waren beieinander beim Stockkleim und ich war mittendrin und ganz die Zeit nah dabei. So einen richtigen Wurzelstock, an dem ihr euch zeigen könnt, wie das mit dem Holzkleim, mit dem Stockkleim war, den gibt es da herum am Jeckshof schon lange nicht mehr. Heutzutage bleiben die Wurzelstücke im Boden drin und wenn die dann verrotten, dann gibt es ein ganz wertvolles Totholz, einen Lebensraum für Kleintiere und für Insekten und zum Schluss auch nur einen guten Dünger für den Waldboden. Aber das alte Werkzeug von früher, das man zum Stockkleim verwendet hat, das kann ich euch sagen. Das war so ein Holzkeil, Spaltkeil, sagt man, wie man es zum Stockkleim verwendet hat. Das ist ein eisernes Drum, geschmiedet. Das hat der Schmied auch dann einmal wieder ausgeschmiedet, das hat man wieder hingebracht, dann hat er das ausgetrieben oder breiter gemacht. Und dann hat man nicht direkt auf den Keil geschlagen, sondern damit das ein bisschen abfedert, war da irgendwie so ein Holz dazwischen. Das hat man wieder auswechseln können, wenn es kaputt war. Aber dann hat das nicht, weil da hätte es sein können, dass Teile von dem Eisen wegspringen, gell, dass da Späne in der Gegend rumfliegen und dass man sie verletzt. Und damit das Holz ein bisschen besser hält, hat es da herum so einen Ring gegeben. Der hat das zusammengehalten. Bei den Gräsern da, da sieht man das noch viel schöner. Der Ring, der hält das, dass das nicht ausbörtelt. Das hat man in den Stock reingesetzt. Das heißt, man ist zuerst ein paar Mal rumgegangen um den Stock, damit man überhaupt sieht, wo der Keil am besten einzusetzen ist, wo die Wurzeln auseinandergingen, wo man denkt, da kann der schön platzen, wenn ich ihn da einsetze. Dann hat man den eingesetzt und dann hat man mit diesen schweren Äxte hat man dann auf den Keil geschlagen und wenn der Keil richtig gesessen ist, dann hat man schon noch ein paar Schläge gesehen, der geht schon, hat es geheißen, der kommt schon, weil man gesehen hat, dass der Spalt schon aufmacht.
Dann hat man vielleicht ans Warten daneben noch gesetzt, um das weiter zu treiben. Aber es hat auch sein können, dass es geheißen hat, der rührt sich nicht. Und dann hat man den Keil wieder rausnehmen müssen und hat nochmal eine andere Stelle gesucht. Ich habe jeden der Schläge am Boden, das Vibrieren, das habe ich gespürt, wie ich dabei gestanden bin. Und ich war voller Begeisterung über diese Arbeit. Der Bauer hat dann mit seiner Arbeit kurz aufgehört, hat sich den Schweiß von der Stirn gewischt und hat so nebenbei gesagt, du Anderl, wir könnten uns die Arbeit eigentlich viel leichter machen, wenn wir uns die Holzschau ausleihen taten. Der Anderl hat offensichtlich nicht gleich verstanden, was da gemeint war. Hat aber dann gesagt, ja schon. Ich sollte einen Sack nehmen und zum Lenz gehen und die Holzschau ausleihen. Der Lenz, das war der Stuber Lorenz, im Nebenberuf Maurer. Der hat einen kleinen Hof gehabt, draußen am Ende vom Dorf. Ich bin mir sehr wichtig vorgekommen in einer wichtigen Mission und bin beim Lenz gewesen und habe gesagt, ich soll die Holzschau ausleihen und habe den Sack übergeben. Auf dem Hof beginnt eine rege Tätigkeit. Man muss die ganzen Teile zusammensuchen und das haben sie nicht gleich gefunden und das nicht und so weiter und so weiter. Und ich habe eine ganze Zeit lang warten müssen. Wie ich endlich auf dem Heimweg war, ist schon dunkel geworden. Und daheim ist schon die ganze Familie in der Küche beieinander gesessen zum Nachtessen. Aber alle waren neugierig auf die Holzschau und wollten die sofort sehen. Mitten in der Küche habe ich den Sack ausleeren müssen. Ein Haufen Stroh ist rausgekommen, aber das habe ich beim Tragen schon gespürt. Und ein paar alte Eisenteile und ein Zirkelstor und ein paar Holzscheitel. Und alles ist umeinander auf dem Küchenboden umeinander gekugelt. Und alle haben es narrisch gelacht. Bloß ich habe, glaube ich, ein bisschen betretend reingeschaut. Aber in dem ganzen Stroh war da noch ein kleines Backe. Schön eingepackt und gut verschnürt. Und da drin war ein wunderbares Paar dreierte Bauernwürst. Und die haben mir gehört. Und ich glaube, das waren die besten Würst, die ich seit langem gehabt habe. Ja, und wenn ich in der Zukunft den Lenz irgendwo gesehen habe, dann haben wir beide schon vom Weiten gelacht und hat irgendwie wieder zu mir gesagt, Hans, hat er gesagt, magst du eine Holzschau ausleihen?